Sagt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung, aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich rufe vom Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, ne? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Fahr nach Greenfield. Angelo? Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Ich sagte, dein Kind ist... Lass dich zu früh. Bist du die Jungs da drüben? Los! Nichts wie weg hier! Wir haben ein Quellungsbericht! Hier ist Agent Cox! Ich brauche Verstärkung in Greenfield! Sofort, verdammt! Da kommen wir frei! Der Arsch stand tatsächlich hinter Polizeischutz! Das sieht Eddie ähnlich. Unwichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Ja.
das war knapp. Okay, bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Das Geld? Ja, hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Hey. Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was gibt's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zur Arbeit. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße! Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1,000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sag ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder, Steve? Abwarten. Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito, immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul, kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was?
Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Sag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben wollte. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer! Das ist Wahnsinn, Jungs. Aber was mehr tut euch aus? Komm, Zito. Geben wir weg. Du wirst genauso enden wie dein Alter. Ich hab dir nie getraut. Jetzt Moment an dich. Du bist am Arsch! Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Der Apfel fehlt nicht weit vom Stamm, Vito. Was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Wenn wir
regeln, Vito. Du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Vater. Na! Du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen, und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Wow, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen.